Guten Morgen, Maria Wladimirovna, und guten Morgen, liebe Studierende. Ich freue mich, dass Sie hier zu dieser für mich sehr frühen Stunde alle da sind. Und wir gehen folgendermaßen vor, ich schlage das vor. Und zwar habe ich eine kurze Präsentation, in der ich in das Thema Klima und Literatur einführe. Und dann besprechen wir zwei Texte, zwei literarische Texte, einen von Laura Freudenthaler, den zweiten von Monika Maron. Und wenn wir noch Zeit haben, habe ich noch ein experimentelles Gedicht vorbereitet. Aber das sehen wir dann, wie wir da zurechtkommen. Auf jeden Fall sollte dann am Ende eine Diskussion stattfinden. Und ich bin natürlich sehr gespannt, wie Sie das Ganze beurteilen, wie Sie das Ganze sehen, denn es ist ja doch ein sehr neues Thema. Dann beginnen wir. Also literarische Verarbeitung des Klimawandels, können Sie das sehen? Ja. Ja. Gut, Moment, ich muss es noch ein bisschen hochrollen. So, der Klimabegriff oder das Thema Klima in der Literatur, das ist ja nicht neu, sondern das hat eine historische Tradition. So auch unterliegt es dem Wandel der Zeiten, was man jeweils unter Klima zu verstehen hat. Die historische Definition lautet Klima. Handelt von den Umweltbedingungen an einem bestimmten Ort. Es geht um die Art der Böden, Wasser, Pflanzen, Tiere und um die Sonneneinstrahlung. Im 19. und 20. Jahrhundert hat der Klimabegriff ein bisschen einen Wandel erfahren, insoweit als man von besseren und schlechteren Klimata gesprochen hat. Was heißt das? Man hat also gemeint, dass ein sogenanntes besseres Klima auch mit einer Hochkultur zusammenhängt und das sogenannte schlechtere Klima eben mit einer weniger hochstehenden Kultur einhergeht. Entschuldigung. Solche Definitionen, die sind natürlich heute nicht mehr aktuell, weil das natürlich auch ziemlich schwierig nachweisbar ist, inwiefern ein besseres Klima mit einer in Anführungszeichen besseren Kultur zusammenhängt. Die Definition, die wir heute verwenden, stammt von Julius von Hann. Julius von Hann ist ein Meteorologe, ein Naturwissenschaftler also, und er hat diese Definition Ende des 19. Jahrhunderts formuliert. Und das heißt einfach, unter Klima verstehen wir heute durchschnittliches Wetter. Die Bedeutung des Klimas in der Literatur, historisch gesehen, ist folgende, dass das Klima eigentlich immer den Hintergrund definiert hat und im Vordergrund haben die jeweiligen Helden gehandelt, hat die Handlung stattgefunden. Stimmungen der Helden durch das Klima verdeutlicht hat eine Tradition in der Literatur. Also vereinfacht gesagt, ein stürmisches Wetter, die Beschreibung von stürmischem Wetter, von Stürmen in der Natur, die versinnbildlichen eben einen entsprechenden Aufruhr der Gefühle in den Helden. Umgekehrt natürlich ist die schöne Natur sinnbildlich für die ausgeglichene Stimmungslage des Helden. Also das ist jetzt natürlich etwas vereinfacht dargestellt. Sie wissen selbst, dass es so einfach letztendlich da nicht ist, dass es da sehr viele Zwischentöne gibt. Und es kann natürlich auch so sein, dass eben die Stimmung, die Beschreibung der Natur, dass das gegensätzliche Handlungen sind. Heute haben wir
es mit einer neuen Rolle des Klimas zu tun. Und zwar geht es um eine popularisierte, das heißt allgemein verständliche Darstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Wir haben heute vor allen Dingen in diesem Zusammenhang es mit sogenannten dystopischen Romanen zu tun. Unter dystopischen Romanen versteht man anti-utopische Romane, das heißt also Romane, in denen die Katastrophe Thema ist. Sie kennen das aus einer langen Reihe von Katastrophenfilmen, die ja vor allen Dingen bei den in der amerikanischen Filmtradition sehr populär sind. Das ist also der eine Aspekt dieser Romane. Sie thematisieren die Katastrophe, sie stellen die Katastrophe dar. Und man spricht dann auch von dem Anthropozän. Also Anthro bezieht sich auf den Menschen, ein Zeitalter, in dem der Mensch als einer der wichtigsten Einflussfaktoren auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden ist. Ich habe Ihnen das hier auf Russisch auch übersetzt. Sie können das auch nachlesen, natürlich bei Wikipedia. Also dieser Artikel ist, soweit ich das sehe, richtig. Also da ist Wikipedia zuverlässig. Wir sprechen heute von der sogenannten Begriff Climate Fiction, gibt es seit 2013. Und zwar wurde er zum ersten Mal in einer 5-Minuten-Sendung des National Public Radio verwendet. Und in dieser Sendung wurde über Literatur informiert, die eben den von Menschen gemachten Klimawandel zum Thema hat. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass dieser Klimawandel, der wird also immer negativ gesehen. Das ist also kein positiver Begriff, sondern bei diesem Klimawandel handelt es sich eigentlich immer um eine Verschlechterung des Klimas. Also normalerweise um eine Erwärmung des Klimas und den damit zusammenhängenden Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Stürme etc. Diese sogenannte Climate Fiction macht eben das Thema Klima, man könnte fast sagen, zum Helden und fast eigentlich zur handelnden Person. Und es spielt eben eine Rolle, diese vier Gesichtspunkte, die Meteorologie, die Naturwissenschaft, die Politik, also das Handeln der Politiker und natürlich vor allen Dingen und in erster Linie die Verantwortung des Menschen wird ganz deutlich thematisiert und sie steht auch im Mittelpunkt. Also es wird immer eigentlich die These vertreten, dass der Mensch für diese Klimaveränderungen zum Schlechten, dass er da verantwortlich ist und dass er aufgerufen ist zum Handeln, also diesen Klimawandel noch zu stoppen, soweit das eben möglich ist. Ich habe hier zum Schluss noch eine Leseempfehlung. Und zwar, ich fange mal mit der dritten an, Laura Freudenthaler, mit der werden wir uns gleich beschäftigen. Und auch mit Monika Maron werden wir uns gleich beschäftigen. Was ganz interessant ist, ist der Roman, der in der Mitte steht, dieser John von Düffel, Der brennende See. Also alle drei Texte, die beiden Romane und das letzte, die Erzählung von Laura Freudenthaler, sie sind also 2020 erschienen und sind also brandneu. John von Düffel thematisiert eigentlich eine Vater-Tochter-Geschichte. Also die Tochter kehrt in den Ort ihrer Kindheit zurück, weil der Vater gestorben ist. Und sie sucht eigentlich hier
sagen wir, die Kindheit wiederzufinden, die Beziehung zum Vater wiederzufinden und gerät dann aber in eine Bewegung von Klimaaktivisten, so auch der Titel Der brennende See. Und auch hier ist natürlich dann am Ende die Zerstörung der Natur, die Katastrophe Thema. Also man muss natürlich dazu sagen, es ist eine ganz bestimmte Literatur und die Schriftstellerin Monika Maron, die gehört nicht dazu. Sie vertritt eher eine Gegenposition, wie man sehen wird. Und man darf auch nicht vergessen, dass es natürlich nach wie vor eine Minderheit ist, die dieses vertritt, obwohl natürlich immer der Anschein erweckt wird, es sei eine Mehrheit. Aber das ist eigentlich nicht so zu sehen. Also man muss eben auch immer unterscheiden, was in der Presse sehr stark thematisiert wird. Und dieses Thema wird in der deutschen Presse massiv thematisiert. Also manchmal hat man den Eindruck, dass es gar kein anderes Thema mehr gibt. Und die Autoren, die diese Richtung vertreten, die sind natürlich auch, das sind jüngere bis sehr junge Autoren, das ist auch ganz klar. Das ist eben dieses Thema, das die junge Generation und wahrscheinlich auch Sie, liebe Studierende, beschäftigt. Also zumindest in Deutschland beschäftigt das die junge Generation offensichtlich sehr stark. Also zumindest eben diejenigen, die gehört werden. Also vorgestern kam im deutschen Fernsehen im ersten Programm ein ganzer Abend zu diesem Thema Klima und die entsprechenden Folgen. Zunächst wurde ein Film gezeigt in die Bundesrepublik Deutschland. Frau Merkel musste sich eben verteidigen für ihre schlechte Klimapolitik. Ne? Es wurde also ein Tribunal inszeniert. Ich konnte den Film leider nicht ganz sehen, weil ich an diesem Abend so viele Telefonanrufe hatte, dass es einfach nicht ging. Und hinterher war noch eine Talkshow, in der der Hauptdarsteller aufgetreten ist. Ja, und eben alle Teilnehmer der Talkshow haben also vehement für eine veränderte Klimapolitik plädiert. Ja. Und haben sich darüber beklagt, wie wenig dafür getan wird. Und also ein ganz großes Problem im Moment ist auch also das schmelzende Eis in der Arktis. Nun aber gab es ja Pläne, die noch gar nicht so alt sind, dass man das Eis der Arktis zum Schmelzen bringen wollte, um eben den Boden urbar zu machen, um den Boden bebauen zu können. Und daran sieht man eben auch, wie viel es sich sehr schnell ändert. Ich würde sagen, die Deutschen haben sich angefangen mit dem Thema, also nicht jetzt zu befassen, sondern so glaube ich in der 60er, 70er Jahren, ja. wo diese Grünen, die grüne ja. Bewegung ja, ja. stärker oder gegründet eigentlich wurde, glaube ich, ja. also gegen ja. 70er Jahre. Ja, also ich meine, die Grünen haben da eine ganz große Rolle gespielt und es in der Tat reicht es bis in die 60er Jahre zurück. Und also kennzeichnend ist eben auch, wir haben von Natur gesprochen und dann plötzlich kam eben dieser Begriff Umwelt auf. Ja, man hat nicht mehr von Naturschäden gesprochen, sondern von Umweltschäden. Nee, und die Natur wurde zur Umwelt. Also eine ganz neue Verwendung dieses Begriffs. So, aber ich würde vorschlagen, wenn die Studierenden keine Fragen mehr haben, dass wir einfach mal diesen Text von Laura Freudenthaler besprechen, weil sie wirklich ein hervorragendes Beispiel für diese Klimaliteratur ist. Sie hat auch, man nicht verwunderlich, den sehr, sehr renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis bekommen in diesem Jahr. Ingeborg Bachmann ist vielleicht den jungen Studierenden kein Begriff mehr. Also sie war eine der bedeutendsten Lyrikerinnen nach dem Zweiten Weltkrieg und bis in die 70er Jahre und auch danach noch. Ja, also sie ist also wirklich eine innovative Lyrikerin und ist also auch sehr empfehlenswert.
Und Laura Freudenthaler ist also auch eine österreichische Schriftstellerin, wie Ingeborg Bachmann selbst auch. Und das ist eigentlich ganz bemerkenswert, dass unsere besten deutschsprachigen Schriftsteller, die kommen sehr, sehr häufig aus Österreich. So, dann beginnen wir mal. Gut, okay. Also, ich habe das blau unterlegt, was wir besprechen. Und das ist also der Anfang und das Ende. Ich will kurz referieren, um was es in diesem Text geht. Es geht in diesem Text um eine junge Frau, die sich in einem Dorf irgendwo auf dem Land befindet. Und offensichtlich ist sie verletzt, man weiß aber nicht, warum und wieso. Das ist dieser Satz, die Wunden an meinen Lippen heilen langsam. Sie macht eigentlich den ganzen Tag nichts. Also die Umwelt, die Umgebung ist dadurch gekennzeichnet, dass in diesem Dorf eine Mäuseplage herrscht, die eigentlich droht, die gesamte Ernte zu vernichten. Und die Dorfbewohner, die Bauern, möchten also natürlich diese Mäuseplage vernichten. Sie dürfen aber nur ein relativ mildes Gift anwenden. Und diese junge Frau, rekapituliert eigentlich, denkt darüber nach, über diese Situation, aber man kann sagen, es passiert nichts. Ja. Es wird eben die Umweltsituation beschrieben. Es wird auch das Verhalten der Dorfbewohner beschrieben. Und das Ganze endet dann, dass es taucht noch ein gewisser Silvio auf in diesem Text. Man weiß aber auch nicht so ganz genau, in welcher Beziehung die Ich-Erzählerin und Silvio stehen. Also auf jeden Fall beschließen sie dann, das sogenannte Erdfeuer zu legen. Und dieses Erdfeuer, das vernichte dann natürlich die Ernte des Dorfs und die Mäuse überleben vielleicht, ja, vielleicht auch nicht. Also auch das endet in der Katastrophe. Also Laura Freundhaler hat diese Episode nicht erfunden, sondern diese Episode, die geht auf ein Manöver der Bundeswehr zurück, das in Mecklenburg-Vorpommern eben hier in dieser Gegend im Sommer 2019 durchgeführt wurde. Und das Interessante ist, dass das schon ein Schlachtfeld des Zweiten Weltkrieges war. Und das heißt, dass hier noch sehr, sehr viel Munition aus dem Zweiten Weltkrieg lagert. Und darauf geht die Ich-Erzählerin am Ende ja auch ein. Also jedenfalls, es führt auch zu einer realen, zu einer tatsächlich stattgefundenen Katastrophe, nämlich am 2. und 3. Juli 2019. Musste eben dann das verschiedene Dörfer evakuiert werden und der Brand hat also hat wirklich gewütet. Und dieser Brand ist eben auf Dürre und Hitze in den Sommern 2018 und 2019 zurückzuführen. Wir schauen mal jetzt das Ende an, wie sie das sieht. Na. So, also auch wieder blau unterlegt, unauffällig und beharrlich schreitet das Erdfeuer voran und ist 10 Tage später in der Ortschaft angekommen. Es trifft auf das in der Erde verbliebene Gift. Das spielt eben auf die Munition des Zweiten Weltkrieges an. Und das nächste auch, die heftigen Explosionen bringen es an die Oberfläche.
Ich zitiere weiter, aus dem Erdfeuer wird ein Lauffeuer, das nach dem trockensten Sommer der Messgeschichte so viel Brennmaterial findet, dass es sich seinen eigenen Wind macht aus wechselnden Richtungen. Das durch die Verbrennung freigesetzte Nervengift verbreitet sich als Gas. Wer es einatmet, kommt unter den Anzeichen einer inneren Erstickung zu Tode. Bei niedriger Dosierung und rascher Behandlung überleben manche mit schweren Schäden an Nieren, Leber und Herz. Toxische Lungenödeme sind immer noch möglich. Und dann weiter, ich zitiere wieder, erst wenn alles vorbei ist, wird man möglicherweise entdecken, dass in den dichten Waldgebieten hunderte Minen und Granaten aus dem letzten Weltkrieg explodiert sind. Mehr als 3 Wochen dauert es, bis das Feuer weiterzieht. Der Bezirk ist beinahe vollständig abgebrannt, nur wenige Häuser sind durch Zufall verschont geblieben. Überlebt haben die Mäuse in den Kellern. Nun, wie gehen wir damit um? Also Laura Freudenthaler sagt selbst in einem Interview, der Text habe 3 Ebenen. Eine reale Ebene, eine psychologische Ebene und eine metaphysische Ebene. Nun, wie ist das zu verstehen? Die reale Ebene, die ist, glaube ich, klar. Das ist einfach der Ablauf der Geschichte, der reale Ablauf der Geschichte. Also die Situation der jungen Frau in diesem Dorf, das Verhalten der Dorfbewohner und schließlich der Entschluss, dieses Erdfeuer zu legen. Wobei also für mich ganz entscheidend ist, dass dieser Entschluss überhaupt nicht begründet wird. Es ist also im ganzen Text nicht gesagt, warum sie das nun eigentlich macht. Und ich meine, das hat etwas mit der Psychologie dieser Ich-Erzählerin zu tun. Es ist eigentlich, sagen wir, die Beweggründe ihres Handelns sind nicht klar. Warum? Man kann es nicht sagen. Vielleicht ist es so, dass die Autorin darauf hinweist, dass eben die Beweggründe der meisten Menschen nicht klar sind. Aber ich denke, die Psychologie dieser jungen Frau, ich nehme mal an, es ist eine junge Frau, die könnte man einfach so beschreiben, dass ihr Handeln eigentlich, ja, ich denke schon, dass es aggressiv ist, aber man könnte es eben so deuten, ihr gegenüber oder sie hat Aggression erfahren und sie gibt nun diese Aggression weiter. Ja. Ihre in Anführungszeichen Umwelt, die Natur, in der sie lebt, also ihre Natur, ein Possessivpronomen in diesem Fall, die wurde zerstört und dafür rächt sie sich nun, indem sie ihrerseits die nun wiederum zerstört, ja, die Menschen zerstört, die eben diese Natur zerstört haben. Ja, nun die sogenannte metaphysische Ebene, also der Begriff Metaphysis, ich hoffe, dass er Ihnen klar ist, also Metaphysis ist das, was über der Realität liegt. Ja. Also sagen wir, die zugrunde liegende Philosophie, die zugrunde liegende Weltanschauung, könnte man sagen. Und da würde ich eigentlich zu dem einfachen Schluss kommen, dass damit einfach die Katastrophe, die allseits drohende Katastrophe für die Welt, für die Natur thematisiert wird. Es ist ja eigentlich ganz merkwürdig, dass der Mensch hier immer nur mehr als Störfaktor gesehen wird. Ja, sozusagen, als ob der Mensch gar kein Recht mehr habe, auf dieser Erde, in dieser Welt zu leben. In diesem Zusammenhang fällt ja immer auch ein ganz merkwürdiger Satz, nämlich die Natur rächt sich. Die Natur rächt sich an dem Menschen. Und also Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ich halte den Satz also für völlig absurd. Insofern, als die Natur kann sich nicht rächen, die Natur handelt nicht nach menschlichen Gesichtspunkten, nach menschlichen Gesetzen. Also das geht nicht. Ja. Gut, haben Sie dazu noch Fragen?
Ich möchte fragen über eure Meinung über die antiutopischen Werke. Welche antiutopischen Romane magen Sie? Also habe ich das richtig verstanden? Welche antiutopischen Romane ich gerne lese? Gerne lese, ja. Also ich persönlich lese antiutopische Romane nicht sehr gerne. Ja? Also ich mag diese Art von Literatur nicht, weil ich immer meine Literatur, also damit ist eigentlich nichts gewonnen. Wenn ich die Katastrophe darstelle, sagen wir mal so, das hat keinen Erkenntniswert für mich. Ich denke, Literatur soll Erkenntniswert haben, ist meine Meinung. Oder sie soll auch den Menschen vielleicht Handlungsanweisungen geben. Sie soll in gewisser Weise ethische Grundsätze vertreten. Aber wenn ich die Katastrophe beschreibe, damit ist eigentlich zunächst mal nichts gewonnen. Wenn ich noch gar nicht thematisiere, wer eigentlich für die Katastrophe verantwortlich ist. Also das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, wenn man wirklich thematisiert, wer für die Katastrophe verantwortlich ist. Es gibt ja in der deutschen Literatur ein berühmtes Beispiel von Georg Büchner Woyzeck. Und dieser Woyzeck, Büchner ist ein Drama, und dieser Woyzeck ist eben auch ein Mensch in seinem Elend. Aber das hat insofern Erkenntniswert, obwohl es eben auch die Katastrophe beschreibt. Aber Büchner zeigt eben ganz genau, dass diese menschliche Katastrophe in Abhängigkeit von den sozialen Verhältnissen ist. Und das muss ich sagen, das fehlt mir etwas bei dieser Literatur. Also zumindest die, die ich gelesen habe, ja. Das fehlt mir auch bei diesen Katastrophenfilmen. Ich meine, was ist damit gewonnen? Da wird eine Sensationslust der Menschen befriedigt und eigentlich nicht so sehr viel mehr. Also ich sehe das so, aber da gibt es, wie gesagt, ganz andere Meinungen. Gut, dann würde ich mal den zweiten Text vorschlagen, und ich hoffe, dass ich das jetzt mal etwas schneller hinbekomme. Monika Maron, sie gilt heute als umstritten, und zwar sie gilt deswegen als umstritten, weil sie eben, sagen wir mal, den Klimawandel kritisiert. Ja. Es gibt so bestimmte Themen, die einfach in bestimmter Weise abgehandelt werden sollen müssen, ja, um nicht mit einer politischen Agenda in Schwierigkeiten zu bekommen, mit Teilen, sagen wir mal, der bestimmenden Klientel, der bestimmenden Schriftsteller, Zeitungsjournalisten und so weiter. Monika Maron hat, wie gesagt, diesen neuen Roman geschrieben. Arthur Lanz ist auch die Titelfigur, und dieser Roman, der spielt eigentlich im Wesentlichen zwischen drei Personen. Einer alten Schriftstellerin, die zufällig diesen Arthur Lanz trifft und kennenlernt und dann mit ihm Gespräche führt. Und die dritte wichtige Figur ist dieser Gerald. Und also die Ich-Erzählerin, die Schriftsteller und dieser Arthur Lanz sprechen eigentlich über Probleme. Also zunächst geht es um Helden. Helden insoweit, als diese Menschen eben versuchen, ja, ihre Meinung zu sagen, auch wenn diese gegen den sogenannten Mainstream sich richtet. Und das ist so eine Stelle, nämlich dieser Gerald, also beide, sowohl Arthur Lanz als auch Gerald, arbeiten in einem Institut, das sich auf
Sekten- und vogelfreundliche Lackierung von Windrädern spezialisiert hat. Also Windräder, das ist klar, das ist Vitriac, ja. Und Lackierung ist ja fast das Gleiche im Russischen. Also die Lackierung soll Insekten und Vögel schützen. Es wird von Umweltschützern als ein großes Problem angesehen, dass diese Windräder sehr viele Insekten und sehr viele Vögel töten. Und dieses Institut ist also ein solches, das hier versucht, durch die Lackierung Insekten und Vögel zu schützen. So, diese Figur Gerald gerät zunehmend in Konflikt mit den Kollegen in diesem Institut und es werden entsprechende Gespräche geführt. Und das Ganze eskaliert, als Gerald eines Tages einen Facebook-Eintrag schreibt, dass diese grüne Politik, diese Politik des Umweltschutzes, direkt ins Vierte Reich führen würde, ins Grüne Reich. Nun muss man dazu sagen, das ist eine Anspielung natürlich auf das Dritte Reich, also auf die Zeit des Nationalsozialismus. Und sagen wir, es ist also bis heute, diese Vergleiche sind bis heute mit einem Tabu belegt, weil man eben sagt, solche Vergleiche würden eben die Verbrechen des Nationalsozialismus verharmlosen und beschönigen. Also das ist ein Tabubruch, wenn man vom Vierten Reich spricht. Und das hat eben dieser Gerald getan, um eben diese Grüne, um diese Umweltpolitik zu kritisieren. Und Arthur Lanz und Gerald sprechen mit der Ich-Erzählerin, mit der Schriftstellerin, also Arthur macht die Schriftstellerin und seinen Kollegen Gerald miteinander bekannt. Und die beiden geben nun dieses entscheidende Gespräch wieder. Und zwar, Gerald sagt, ich lese das mal vor, als physikalisch gebildeter Bürger, sagte Gerald nun ganz ohne Demut in der Stimme, habe er seine Zweifel, dass ein Land seinen Strombedarf aus Windmühlen decken kann. Er sei kein Stadtmensch, sondern komme aus dem Wald, aus dem Thüringer Wald. Und wenn Bäume gefällt würden, tue ihm das Herz weh. Und überhaupt sei das Wort Klima zu einem Zauberwort geworden und CO2 zu einem Sesam, öffne dich für jeden Raum, für die Landschaft, für Häuser, Garagen, Wohnungen, Küchen, demnächst vielleicht für Schlafzimmer. Also Sie sehen auch, es ist in der indirekten Rede, ja, er habe seine Zweifel, er sei kein Stadtmensch. Es ist also Redewiedergabe. Hier, wie gesagt, Sie geben, er gibt das, was er gesagt hat, nun jetzt in diesem Gespräch mit Arthur Lanz und der Schriftstellerin wieder. Und er wehrt sich dagegen. Was kritisiert er? Er kritisiert eben, dass die Umweltschützer im Grunde genommen die Umwelt zerstören. Sie fällen Bäume, ja, um zur Macht zu kommen. Ja. Und das zeigt ja auch der letzte Abschnitt. Ich lese ihn kurz vor. Also das ist dann die beschimpfte Gerald, sie als eine bösartige Person, die ihre grünen Fantasien für Machtspiele missbraucht und die Heimatliebe anderer Menschen verachtet, die den Thüringer Wald am liebsten abholzen würde, um Windmühlen aufzustellen, worauf Franziska Schwarz höhnisch lachte. Ja? Also, er wirft ihr genau das vor, was eben viele, die nicht so vehemente Umweltschützer sind, den Umweltschützern vorwerfen, dass sie im Grunde genommen die Natur zerstören mit dem, was sie wollen. Warum tun sie das? Um Macht
zu bekommen. Gut, vielleicht dieses Sesam, öffne dich, das ist also, ich habe es auch unten angegeben, ist fast das gleiche im Russischen, Sesam ad Kreuzja. Und ja, Zauberwort wäre Volshebnoye Slovo, noch etwas vielleicht, Demut. Mirenie oder Pokornost, könnte man sagen. Ja? Das ist also die Gegenposition. Ja? Man sagt eben einerseits das, was Umweltschützer wollen, was eben diese Fridays for Future Bewegung möchte, zerstört eben mehr und ist auch nicht realisierbar. Das ist also die Position der Gegner, und genau deswegen gelten eben Schriftstellerinnen wie Monika Maron heute bei gewissen Leuten als umstritten. Ja? Also das ist das neue Wort. Schriftsteller, Menschen, die sich diesem Mainstream nicht anschließen, die gelten als umstritten. Das ist also, ja, man kann schon sagen, es ist eigentlich ein sehr negatives Wort. Und man kann sagen, also das sind nicht nur Schriftsteller, das sind auch Philosophen, das sind Politiker, das sind eigentlich im Grunde genommen alle Menschen, die sich diesem Mainstream Klimawandel, Fridays for Future, nicht anschließen, die gelten als umstritten, könnte man sagen. Und dass das Konsequenzen hat, zeigt sich daran, dass also Monika Maron hat ihr Leben lang, beziehungsweise seit sie in der Bundesrepublik ist, in dem sehr renommierten deutschen Fischer Verlag veröffentlicht. Und der Fischer Verlag hat sich nun von ihr getrennt. Ja, haben Sie da Fragen dazu? Jetzt? Keine. Also, wahrscheinlich keine Fragen. Keine Fragen, ja. Also es war sehr interessant, über diese Gegenpolaritäten, ja, in der Literatur zu erfahren, dass wirklich auch in der Literatur so gegenseitige Meinungen zu dem Thema vorhanden sind. Ja. Ja, also ich meine, man muss schon dazu sagen, dass also Monika Maron, ja, sie setzt sich eben mit diesen Mainstream-Meinungen auseinander, ja, und sie kritisiert natürlich eben auch in ihren Werken die gegenwärtige Politik. Ja, sie hat auch die Migrationspolitik kritisiert und wie gesagt, von gewissen Kreisen wird ihr das sehr übel genommen. Ja, gut, jetzt hätte ich natürlich sehr gerne erfahren, wie Sie diese Art von Katastrophenliteratur, liebe Studierende, wie Sie das sehen. Würden Sie solche Literatur gerne sehen, beziehungsweise gerne lesen? Würden Sie solche Filme gerne sehen? Maria, können wir vielleicht die Bildschirmfreigabe stoppen, dass ich Sie alle wieder... Ja, genau, vielen Dank. Ich würde das lesen, gern lesen. Und es ist sehr interessant für mich, über Klima in diese Romane zu lesen. Ja, gut. Entschuldigung. Ah. Entschuldigung, können Sie noch mal bitte anfangen, Anton? Ich habe den Anfang akustisch nicht gehört. So, ich will nur sagen, dass ich habe Zweifel, weil es gibt zwei Bedeutungen, die Literatur und der Belletristik. Ich habe
in der Vergangenheit mit einem Schriftsteller gesprochen und er sagte, er hatte gesagt, dass die Literatur etwas Zielloses ist. Wenn das Buch, ein Roman oder was, eine kleine Geschichte, ein Ziel hat, es ist belletristik. Aber ich will es nicht sagen, dass der Belletristik schlechter als die Literatur ist. Aber es als wir hier sehen können, viele Menschen hier interessieren sich an der Literatur und nicht an Belletristik. So. Ja. Aber ich würde es gerne lesen. Warum nicht? Die Belletristik sehr nützlich sein kann. Also, wenn ich Sie recht verstanden habe, dann machen Sie einen Unterschied zwischen Belletristik und Sie sagen, die Belletristik ist etwas, was vielleicht eher der Unterhaltung, der Zerstreuung oder so ähnlich dient. Darf ich fragen, wie der Schriftsteller heißt, mit dem Sie gesprochen haben? Oder möchte der nicht genannt werden? Ich will nicht genannt werden. Gut. Man darf nicht vergessen, ja, bei der ganzen Diskussion, die wir hier führen, dass ich meine letztendlich diese Literatur und auch diese Positionen, dass die doch eine Minderheit vertreten. Ja, jedenfalls so heftig, wie das zum Teil geschieht. Aber es ist natürlich eine sehr meinungsführende Minderheit, das darf man nicht vergessen. Und die Sache ist einfach die, also ich habe mir diese Art, sagte ich ja schon, mich interessiert diese Art von Literatur auch nicht so sehr, weil ich eben denke, die Darstellung der Katastrophe ohne deren Gründe, ohne deren Ziel, ja, das Anton sagte das, das ist eben Belletristik. Ja. Das befriedigt, glaube ich, eher die Sensationslust der Menschen. Als dass es irgendetwas bewirkt. Ja. Ich bin eigentlich der Meinung, und dass Literatur etwas bewirken soll. Und das sagte ja auch Daria, nehme ich an, heißt das, Lebedieva Daria. Das sagte sie ja auch ganz schön, dass sie lieber Tolstoi und Pasternak liest, ja, als diese Literatur. Und ich muss sagen, ich bin da ihrer Meinung. Was aber natürlich Aljona sagte, dass sie das lesen will und dass sie sich dafür interessiert, dass auch, und ich finde, das ist eine gute Position. Man soll sich schon für das, ich bin der Meinung, man darf sich dem Neuen nicht verschließen, man muss sich damit auseinandersetzen, aber man sollte auch, meine ich, sagen, das ist nichts für mich. Ja. Ich lese lieber etwas anderes. Ja. Ich lese lieber Monika Maron als Katastrophenliteratur, könnte man sagen. Aber Daria, Sie wollten etwas sagen noch, wenn ich das recht sehe? Ja, ich denke, dass Umweltschutzliteratur ist über Politik, nicht über unsere literarisches Geschmack. Mhm. Ja, also ich meine, die Literatur
kommt ja auch zunächst mal aus den USA. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie Jonathan Franzen kennen. Der schreibt solche und vor allen Dingen Conan Arthur Doyle. Ja. Aber Conan Arthur Doyle ist ja ein Bestseller-Autor, zumindest in Deutschland. Und ich habe diesen Conan Arthur Doyle schon vor 20 Jahren oder 25 Jahren gelesen. Und er hat damals schon nur Katastrophen beschrieben. Also ich erinnere mich an einen Roman, der beschreibt eine Zweierbeziehung. Und das war, also ich weiß nicht mehr, wie er heißt, das war so schrecklich, dass ich eigentlich beschlossen habe, kein weiteres Buch mehr von Doyle zu lesen. Und er springt jetzt eben auch so ein bisschen auf den Zug Klimakatastrophe auf. Das ist sein gutes Recht. Aber wir Leser haben natürlich auch das gute Recht zu sagen, das gefällt uns nicht und das lesen wir nicht. Ja, eine Frage. Was lesen Sie denn in der deutschen Literatur? In diesem Jahr, in diesem Jahr, meine Freundin hat mir das Schloss von Kafka geschenkt. Ich möchte das anfangen, aber es ist ein bisschen schwierig für mich jetzt. Ich möchte versuchen, diesen Monat. Also, ich glaube, Franz Kafka muss man ein bisschen anders lesen. Also der Prozess, ja, der andere große Roman von Franz Kafka, der ist ja, ich meine, Kafka hat sehr viel Humor. Und vielleicht lesen Sie das Schloss mal unter diesem Gesichtspunkt. Also der Prozess, der hat außerordentlich witzige Szenen. Man glaubt es nicht, aber es ist tatsächlich so. Ja. Eben auch durch diese stete Wiederholung. Und ich glaube, man ist in der Kafka-Deutung heute, sieht man das ein bisschen anders als noch vor 30 oder 40 Jahren. Und versuchen Sie mal, das unter diesem Gesichtspunkt zu sehen. Dass er vielleicht ja, die Dinge, die Welt mit Humor beschreibt. Er hat über Unsinn in unsere Leben geschrieben. Ja. Und ja. Es ist sehr interessant. Und wir haben Nikolai Gogol in unserer russischen Literatur. Was haben Sie, die? Nikolai Gogol. Ah, ja. Er hat über diesen Unsinn auch geschrieben. Ja, ja. Also das sehe ich auch so. Ja. Man muss es, ja, sagen wir mal so, man muss eigentlich die Ebene dahinter sehen bei Kafka. Ja. Aber lesen Sie Kafka. Kafka ist relativ einfach zu lesen. Das hängt damit zusammen, dass er eben in Tschechien in einer abgeschlossenen Community, würde man heute sagen, gelebt hat, nämlich in der deutschsprachigen Community. Und deshalb sagt man, dass sein Wortschatz, ja, sagen wir mal, nicht so reichhaltig ist wie zum Beispiel der Goethes, was aber überhaupt gar kein Nachteil ist. Was ich auch empfehle, das ist dieser John von Düffel, Der brennende See. Also ich denke, das ist schon auch interessant, weil es eben diese Vater-Tochter-Beziehung zum Thema hat und weil es eben auch zum Thema hat, wie diese Tochter diesen Vater sucht, der ja tot ist, ne? Und wie sie ihn dann schließlich doch in einer gewissen Weise wiederfindet. Lesen Sie so,
Ganz neue Literatur lesen Sie eigentlich, wenn ich das so recht sehe, nicht so sehr. Denn wenn Sie Kafka nennen und Hermann Hesse, das sind ja, ja eigentlich Klassiker. Lesen Sie denn auch was Neueres? Kennen Sie zum Beispiel David Kehlmann? Also diesen David Kehlmann, der schreibt sich K-E-H-L und Mann. Er hat ein interessantes Buch geschrieben, Ruhm. Und das liest sich ganz gut, weil das verschiedene, es sind verschiedene Geschichten, die eigentlich, ja, kann man sagen, die moderne Welt zum Thema haben, die Digitalisierung zum Thema haben. Das ist ja ein Thema, das so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Und dieser Roman, der ist, glaube ich, 10 Jahre alt, der hat also nichts mit Klimawandel zu tun. Aber das ist sehr interessant und liest sich auch gut, weil es einfach einzelne Geschichten sind. Wie gesagt, diesen, ja, Monika Maron ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, die haben sie ja. Da haben wir ja den Auszug gelesen. Und wie gesagt, diesen John von Düffel. So, und dann, wie heißt der? Erwin Ruge. Ja, also das könnte ich Ihnen empfehlen, wobei ich glaube, Ihnen diesen Kehlmann sehr empfehle. Monika Maron. Es ist eine alte Dame und ich weiß nicht, ob Sie da die Kraft haben, diesen Roman zu lesen, weil er eben, es passiert im Grunde genommen nichts, sondern es sind nur Gespräche über Themen, von denen ich meine, dass Sie die vielleicht nicht so interessant finden. Oh, da habe ich mich verschrieben, John von Düffel muss es heißen. Also dieses J muss ein H sein. Ja. Gut. Und welche moderne Dichter können Sie empfehlen? Von den modernen oder von den Klassikern? Modernen. Modernen. Das ist, wer hat den Büchner-Preis bekommen? Das ist eine Lyrikerin. Jenny Erb heißt sie, glaube ich. Ja, Elke Erb heißt sie. Elke Erb. Ja, also ich würde sagen, die Diskussion, also ich habe mich wirklich über die Diskussion gefreut, die entstanden ist. Also es ist wirklich, es stellte sich heraus, dass das Thema für die Studierenden aktuell und spannend ist. Und ich freue mich, dass wir diese Wahl getroffen haben, dass Sie eigentlich mir dieses Thema vorgeschlagen haben, weil ich war schon ein bisschen mit meinen Gedanken am Ende. Ja, gut. Also ich wollte vielleicht noch sagen zum Abschluss, also einer der berühmtesten Romane der deutschen Literatur von Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, der beginnt mit einer naturwissenschaftlichen Schilderung des Klimas. Er beschreibt es, also es ist wie so eine Art wissenschaftliche Wetterprognose. Und dieser Abschnitt endet dann mit, sagen wir, der lapidaren Feststellung. Man könnte auch sagen, es sei ein schöner Augusttag. Also ich möchte damit sagen, die Darstellung des Klimas hat eine Tradition.
in der deutschen Literatur und natürlich in der russischen, in der europäischen insgesamt. Und sagen wir mal so, die Darstellung der Katastrophe, Klima als Katastrophe, das ist ein ganz, ganz winziger Aspekt. Wie Sie am Anfang gesagt haben, Klima, die Bedeutung des Klimas ist eigentlich durchschnittliches Wetter. Das hat mir auch sehr gefallen. So, liebe Studierenden, haben Sie vielleicht Fragen? Wir haben nicht so viel Zeit, also 3 Minuten, aber wenn Sie Fragen haben, könnten Sie noch diese Fragen stellen. Also es scheint nicht so zu sein, glaube ich. Also wir haben alle Aspekte oder viele Aspekte des Themas heute besprochen. Und ich möchte mich von uns allen einfach nur bedanken, Frau Dr. Lörher, dass Sie in dieser frühen Stunde, also bei Frau Lörher ist, wie gesagt, jetzt 2 Stunden früher, so 18 nach 8. Also Sie müssen sich vorstellen, was für eine Leistung das ist. Und wir möchten uns ganz herzlich bedanken für diesen informativen, wie man es heute sagt, inputreichen Workshop. Ja, das habe ich mehrmals gehört, meine Fortbildungen. Vielen Dank für den inputreichen, also Informations, also das gefällt mir eigentlich nicht so, inputreichen, aber informationsreichen Vortrag und Workshop. Und ich bedanke mich auch bei den Studierenden, die sich aktiv im Gespräch beteiligt haben. Das war mir persönlich sehr, sehr angenehm. So, und ich verabschiede mich mit Ihnen und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Ich verabschiede mich auch von Ihnen und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Beiträge, liebe Studierende, die waren für mich sehr interessant. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und wir sehen uns sicher irgendwann bald wieder.